Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Virgin Galactic und Hybrid-Triebwerke. Viel Spaß! Vielleicht hast du ja den Flug von Sir Richard Branson mit mir gestern live verfolgt. Wir haben jetzt den ersten Milliardär, der mit seinem privat entwickelten Raumschiff die Grenze des Weltraums überschritten hat. Über diese Grenze kann man sich streiten, aber dazu später mehr. Heute gehe ich im Detail auf die Technik von Virgin Galactic ein und dazu behandeln wir unter anderem eine Delikatesse in der Raumfahrttechnik, Hybridtriebwerke. Und manchmal meint es das Schicksal ja gut mit einem. Perfekt passend zu dem aktuellen Flug werde ich diese Woche live bei einem Hybrid-Triebwerkstest dabei sein können. Aber mehr dazu am Ende des Videos. In der Folge heute erkläre ich dir die einzelnen Flugphasen. Wir gehen kurz auf die Kármán-Linie und den Milliardärstreit mit Jeff Bezos ein und wir schauen uns die Technik des Spaceship Two an. Ganz besonders interessiere ich mich natürlich für das Triebwerk, denn das ist wirklich ungewöhnlich in der Raumfahrt. Es ist nämlich ein Hybrid-Triebwerk. Wie immer bei mir findest du zu den Zahlen in den eckigen Klammern Quellen unter dem Video, wenn du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Bevor wir auf die Technik genauer eingehen, lass uns im Schnelldurchgang noch einmal die wichtigsten Flugphasen analysieren. Das Trägerflugzeug mit den zwei Rümpfen trägt das Raumschiff Unity von dem ersten privaten Weltraumbahnhof, der für diesen Zweck gebaut wurde, Spaceport Americas, in den Himmel. Sowohl das Trägerflugzeug, das nach der Mutter von Branson Eve genannt ist, als auch das Raumschiff Unity wurden von der Firma Scaled Composite entwickelt und gebaut. Das Raumschiff wird auch VSS Unity abgekürzt. Das VSS steht natürlich für Virgin Spaceship. Ich springe bei dem Namen ganz gern zu Spaceship 2, was aber eigentlich die Klasse des Schiffs bezeichnet. Du wirst es dir denken können, dass es dann vermutlich ein Spaceship 1 gab. Genau, an das kann ich mich auch noch sehr genau erinnern, denn das war das erste privat entwickelte Raumschiff, das 2004 einen Menschen in den Weltraum brachte und so den Ansari X-Preis gewann. Damals noch ein sehr viel kleineres Raumschiff, aber trotzdem hat mich das zu der Zeit als gerade 17-Jähriger sehr beeindruckt. Ansari, der Name kommt dir vielleicht bekannt vor. Ja, die Ingenieurin Anousheh Ansari war eine der wenigen Weltraumtouristen auf der ISS. Als eine der Hauptspender wurde der mit 10 Millionen Dollar dotierte X-Preis für das private Erreichen des Weltraums nach ihr und ihrem Schwager benannt. Interessanterweise war das Spaceship One damals in der Lage, die Kármán-Linie von 100 Kilometern Höhe zu übertreten. Diese Höhe wurde bei dem Flug gestern nicht erreicht. Für das Spaceship Two sind für reguläre Flüge nur eine Überschreitung der 50-Meilen-Grenze vorgesehen. Das entspricht etwa 80 Kilometern Höhe. Im US-amerikanischen gilt man damit als Astronaut. International wird da eher die 100 Kilometer Kármán-Linie als Grenze anerkannt. Etwas, auf dem Jeff Bezos sehr herumreitet. Der scheint sich aktuell tierisch darüber zu ärgern, dass Branson ihm und seinem Blue Origin-Flug am 20. Juli zuvorkommt. Ich werde ja nicht das Gefühl los, dass Jeff Bezos ein extrem schlechter Verlierer ist. Kommen wir aber zu dem Flug von Virgin Galactic. Wie bei Virgin Orbit wird das Spaceship Two in einem Air Launch gestartet. Das heißt, es wird möglichst hochgebracht. Entgegen des Launcher One von Virgin Orbit, der anderen Raumfahrtfirma von Branson, soll nämlich nicht viel Horizontalgeschwindigkeit aufgebaut werden. Es geht allein um die Höhe. Und so fliegt das Spaceship Two auch kurz nach dem Ausklinken vom Trägerflugzeug in etwa 15 Kilometer Höhe senkrecht nach oben. Interessant ist, dass die Steuerung nicht wie bei nahezu allen Raketenantrieben über eine Schubvektorsteuerung erfolgt, sondern über die aerodynamischen Steuerflächen. Neben den zwei Seitenruder sind das bei Spaceship Two Elevons. Das ist ein Kunstwort aus Elevator, was im Englischen die Höhenleitwerke bezeichnet, und Aileron, auf Deutsch Querruder. Dieses Zusammenlegen des Höhen- und Querruders ist typisch für Deltaflügler zum Beispiel, die kein extra Höhenleitwerk haben, aber eben auch für Exoten wie das Spaceship Two. Das Hybridtriebwerk, auf das ich später im Detail eingehe, beschleunigt das Spaceship Two auf die dreifache Schallgeschwindigkeit, also über 3700 km/h. Das mag jetzt erstmal nicht besonders beeindruckend klingen, aber da dürfen wir nicht vergessen, dass das ja entgegen der Schwerkraft senkrecht nach oben geht. Das kannst du mit einem normalen Düsenjet knicken. Selbst die ultracoole SR-71 Blackbird, die immerhin die maximale Geschwindigkeit von 3550 km/h auf die Uhr bekommen hat, kann mit einem Schubgewichtsverhältnis von 0,44 nicht ansatzweise in einen solchen Steigflug gehen, wie jetzt das Spaceship Two. Das ist ja das Schöne an Raketenantrieben. Viel Leistung auf wenig Raum und dazu noch gute Schubgewichtsverhältnisse. Das ist ein bisschen so wie mit Motorrädern, die ja auch sehr hohe Leistung bei wenig Gewicht vereinen. Ein weiterer Vorteil von Raketenantrieben ist das Rauswerfen von Stützmasse. Aller verbrannter Treibstoff erzeugt nicht nur Impuls und damit Kraft in die Richtung, in die wir beschleunigen wollen, sondern er macht die Rakete oder hier das Raumschiff auch noch leichter. Ja, und was macht das mit unserem Schubgewichtsverhältnis? Genau, das wird noch besser, also noch mehr Beschleunigung. Wupp, wupp.
Nicht, dass ich die Kohle für so einen Flug hätte, aber das muss schon ein geiler Ritt sein. By the way, falls du zufällig das Kleingeld übrig hast und den Kanal unterstützen möchtest, freue ich mich natürlich, wenn du den Flug zu wissenschaftlichen Zwecken ermöglichst. Aber auch mit einer Patreon-Mitgliedschaft kannst du dem Kanal was Gutes tun. Ich habe witzigerweise letzte Woche in mehreren teilweise renommierten Quellen gelesen, dass die Passagiere erst am Scheitelpunkt des Fluges Schwerelosigkeit empfinden. Das ist aber Quatsch. Sobald die Beschleunigung des Triebwerks stoppt, befindet sich das Spaceship Two und seine Insassen im freien Fall und somit in gefühlter Schwerelosigkeit. Die Nerds sagen dann auch Microgravity. Aber darum geht es in einer ganzen Folge von Senkrecht Starter zur Schwerelosigkeit, die ich letzte Woche am Fallturm in Bremen drehen durfte. Zurück zu den Passagieren der Unity. Die befinden sich nun im freien Fall und fühlen sich für etwa 3 Minuten schwerelos. Um einen besseren Blick auf unseren schönen blauen Planeten zu haben, dreht sich das Spaceship Two dafür auf den Rücken. Aber Moment mal, wie geht das denn? Wir sind doch antriebslos, schwerelos und in einer Höhe, in der die Steuerflächen ja keinen nennenswerten Einfluss haben. Hierfür hat das Spaceship Two 6 Kaltgasdüsen. Ach, Kaltgasdüsen, auch ein Thema für ein Video. Nur so viel, diese Düsen verbrennen nichts, sondern stoßen einfach nur Gas aus einem Drucktank aus einer Düse aus. Ja, 4 davon befinden sich in der Nase des Spaceship Two und jeweils eine am Ende der vorderen Flügelspitze. Gesteuert werden diese Düsen über einen kleinen Joystick am Armaturenbrett. Durch das Rollmanöver können die Passagiere nun durch die 17 Fenster auf die Erde schauen. Dabei werden sie von 16 eingebauten Kameras gefilmt. Man braucht ja adäquaten Content für Social Media. Und ja, wenn ein potenzieller Kunde schon $250.000 für so einen Flug ausgibt, ja, dann doch bitte anständige Selfies. Für Selfies gibt es übrigens an der Rückwand des Raumschiffs einen großen Spiegel. Bisschen so wie im Vergnügungspark mit den Bildern aus den Achterbahnen. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Fotos und Videos inklusive sind. Eine gute Art, extra Kohle zu scheffeln, werden sie bestimmt. Apropos Kohle. Ich habe mich in letzter Zeit mal etwas mehr mit Fundamentaldaten von privaten Raumfahrtfirmen beschäftigt und hatte dazu sogar einen Gastauftritt auf Thalerbox, dem Finanz-YouTube-Kanal von meinem Kumpel Basti. Virgin Galactic ist aktuell $12 Milliarden wert. Wenn wir einfach, weil es sich leichter rechnen lässt, die $12 Milliarden Bewertung von Virgin Galactic durch 5-mal den Ticketpreis von $250.000 teilen, auf jedem Flug sind ja 2 Piloten und eine Kabinenbegleitung, kommen wir auf fast 10.000 Flüge. Und da reden wir dann nur von Umsatz und noch nicht von Gewinn. Die Piloten, die Bodencrew und Wartung wollen ja auch noch bezahlt werden. Aktuell soll es wohl 600 verkaufte Tickets geben. Darunter sollen sich laut Business Insider Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Brad Pitt, Angelina Jolie, Russell Brand, Lady Gaga, Katy Perry, Justin Bieber und Ashton Kutcher befinden. Ich mag kein Spielverderber sein und das soll auch keine Investmentempfehlung sein, aber bei geplanten 400 Starts pro Jahr finde ich die fast $12 Milliarden Bewertung an der Börse extrem optimistisch. Wenn wir einfach mal als Rechenbeispiel die 400 Starts und $1.25 Millionen Umsatz pro Flug annehmen, würden das 24 Jahren entsprechen, um auf einen Gesamtumsatz von $12 Milliarden zu kommen. Umsatz, nicht Gewinn. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass mit Blue Origins New Shepard Konkurrenz für den gleichen Markt besteht. Und seien wir ehrlich, wenn man es sich leisten kann, dann fliegt man doch lieber mit einem Crew Dragon in einen Orbit, als sich für ein paar Minuten schwerelos fühlen zu können. Und Parabelflüge gibt es ja schließlich auch schon eine ganze Zeit und ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Lizenz zum Gelddrucken ist. Aber vielleicht unterschätze ich ja auch den Markt. Vielleicht wollen ja gerade Menschen, die sich ernsthaft für einen Multimillionen-Dollar Raumflug interessieren, vorher gern mal mit so einem Suborbitalflug reinschnuppern. Apropos schnuppern, gefällt dir die Episode soweit, dann freue ich mich riesig, wenn du ein Abo und den Daumen nach oben da lässt. Was sind eigentlich Hybridtriebwerke? Ja, Hybridtriebwerke sind Raketentriebwerke, die mit einer Kombination aus Feststoff und Flüssigtreibstoff angetrieben werden. Wenn du mehr zu Feststoffraketen erfahren möchtest, empfehle ich dir unbedingt mein Video zu dem Thema. Das ist eines meiner beliebtesten Videos hier auf meinem Kanal. Während Silvesterraketen auf Schwarzpulver basieren, bestehen Feststoffbooster in der Raumfahrt normalerweise aus Aluminiumpulver mit einem Bindemittel, normalerweise HTPB. HTPB steht für hydroxylterminiertes Polybutadien und ist ein gummiartiges Bindemittel, das selbst auch über gute Treibmitteleigenschaften verfügt. Das bitte nicht mit Treibmittel vom Backen verwechseln. Die machen bloß Teig schön luftig. Zusätzlich braucht man dann noch einen festen Oxidator, wie zum Beispiel das Salz Ammoniumperchlorat. Das Ganze wird dann zu einer pastösen Masse verarbeitet und in Struktursegmente gefüllt, wo es aushärtet. Diese Segmente dienen gleichzeitig als Brennkammer, sodass man mehrere dieser Segmente zu einer Rakete zusammensetzen kann. Siehe Space Shuttle oder SLS Booster. Wenn diese Booster dann an der Spitze gezündet werden, brennen sie als Ganzes innerlich an einer Längsbohrung ab und die Verbrennungsprodukte schießen mit großer Geschwindigkeit aus der Düse an der Unterseite heraus.
Okay, vielleicht werden jetzt ein paar aufgehorcht haben. Aber ja, hier werden tatsächlich Brennstoff und Oxidator zusammengemischt und gelagert. Keiner würde auf die Idee kommen, zum Beispiel flüssiges Methan und flüssigen Sauerstoff in einem Tank zu mischen. Glücklicherweise zündet das Feststoffgemisch nur bei sehr hohen Temperaturen, weshalb nur die Oberfläche des Treibsatzes brennt. Flüssigmethan und Flüssigsauerstoff würden einfach explodieren. Nur die werden auch bis kurz vor dem Start getrennt voneinander gelagert. Und hier kommt ein Vorteil der Hybridtriebwerke ins Spiel, denn die funktionieren sehr ähnlich, nur dass der Oxidator nicht dem Treibstoff beigemischt wird. Der Oxidator wird als Flüssigkeit in die Längsbohrung gegeben und dann über einen Zünder die Verbrennung gestartet. Das hat einen entscheidenden Vorteil. So kann man der Verbrennung den Oxidator wieder entziehen und das Triebwerk nach einer Zündung auch wieder abstellen oder im Schub einstellen. So umgeht man den vorhin angedeuteten großen Nachteil von Feststoffboostern. Einmal gezündet, brennen diese unaufhaltsam ab. Das macht sie auch bei der Nutzlastintegration oder dem Zusammenbau der Rakete potenziell sehr gefährlich. Denn man hantiert ja immer mit einem zündfähigen Gemisch. Da man sich dieser Gefahr bewusst ist, darf zum Beispiel bei Ariane 5 Starts aus Sicherheitsgründen, sobald die Feststoffbooster in der Integrationshalle sind, nur eine reduzierte Mannschaft unter strengen Sicherheitsvorkehrungen an der Rakete arbeiten. Das kostet Zeit und Geld und ist gerade, wenn man schnelle Startfolgen plant, ein großer Nachteil. Grundsätzlich ähneln sich Hybridtriebwerke und Feststoffbooster aber von ihrem Aufbau sehr. Für den Treibstoff von Hybridtriebwerken wird zum Beispiel oft HTPB benutzt, was bei Feststoffboostern ja als Bindemittel eingesetzt wird. Die Antriebstechnik von Virgin Galactic besteht aus einem langen Triebwerkszylinder aus CFK, in dem sich das HTPB befindet. Die Düse ist eine feste, ablativ gekühlte Laval-Düse ohne einen Steuerungsmechanismus. Das macht das Antriebssystem sehr, sehr einfach. Zum Vergleich, die Space Shuttle oder die SLS-Booster verfügen über eine schwenkbare Düse, die gegen das Brenngas abgedichtet und mit einer potenten Steuerung versehen ist. Auf der anderen Seite verzichtet Virgin Galactic so auf die Vorzüge einer Schubvektorsteuerung und muss die Steuerung über aerodynamische Steuerflächen realisieren. Und entgegen der computergesteuerten Schubvektorsteuerung bei allen Raketen, die wir so kennen, wird das bei Virgin Galactic manuell von einem Piloten per Hand durchgeführt. Die Steuerung erfolgt dabei direkt über Seile und Gestänge, ohne eine Elektronik oder einen Antrieb. Gerade bei den ersten Flügen, die ich von Spaceship 2 gesehen habe, wirkte das doch etwas unstabil. Aber vielleicht brauchten die Piloten einfach Erfahrung. Auch bedeutet diese Art der Steuerung ja, dass man Reibungsverluste an den Steuerflächen erzeugt, was dem Erreichen von hohen Geschwindigkeiten erstmal natürlich kontraproduktiv gegenübersteht. Und letztlich funktioniert das auch nur innerhalb nennenswerter Atmosphäre. Auch deshalb ist es vielleicht ganz gut, dass das Triebwerk eigentlich nur einen kurzen unteren Teil der Strecke an den Rand der Atmosphäre brennt. Das bringt uns zurück zum Triebwerk. Während der Rest von der von Virgin eingesetzten Technik wiederverwendet wird, muss das Triebwerk nach jedem Flug ersetzt werden. Da es sehr einfach aufgebaut ist, kann es sich dabei aber um keine großen Kosten handeln. Was im Spaceship verbleibt, ist der Oxidator-Tank. Der ist Teil der Struktur und hat an seinem hinteren Ende einen Schott mit dem Oxidator-Ventil, an das das Triebwerk angeschraubt und über einen O-Ring abgedichtet wird. Dieses Schott fungiert gleichzeitig als Schubplatte und leitet die Kraft des Triebwerks in die Struktur. Das hintere Ende des Triebwerks wird relativ einfach mit Stellschrauben aufgehängt. Ganz interessant, dass als Oxidator Lachgas, also N2O, zum Einsatz kommt. Die Kombination von HTPB mit N2O hat theoretisch einen spezifischen Impuls von 290 Sekunden. Das würde aber fürs Vakuum gelten und geht von einer optimalen Verbrennung aus. Auf Wikipedia findet man für den ISB den Wert von 250 Sekunden für Rocket Motor 2, das Triebwerk von Virgin Galactic. Das finde ich schon realistischer. Zum Vergleich, die Space Shuttle Feststoffbooster, die ja von Meereshöhe aus starten, bringen es auf 242 Sekunden ISB. Lachgas ist ein interessanter Oxidator, der zum Beispiel unter Normaldruck mehr Sauerstoff für eine Verbrennung bereitstellen kann. Das macht man sich zum Beispiel im Motorsport zunutze, die sogenannte Lachgaseinspritzung. Was Lachgas aber auch sehr interessant macht, ist der Umstand, dass man Lachgas allein mit einer Druckerhöhung, also ohne die Kühlung auf kryogene Temperaturen, verflüssigen kann. Das heißt, man spart sich das aufwendige Handeln von kryogenem Sauerstoff. Auch lässt sich Lachgas einfach in Druckflaschen lagern. Ein enormer Vorteil. Dazu kommt, dass sowohl HTPB als auch N2O gesundheitlich relativ unbedenklich sind. Natürlich kann man sich bei unsachgerechtem Umgang theoretisch mit Lachgas selbst narkotisieren und sogar ersticken. Aber ich würde mal sagen, das lässt sich vermeiden. Ganz ungefährlich ist die Arbeit mit N2O in Drucktanks aber nicht. Im Jahr 2007 starben drei Scaled Composite-Mitarbeiter bei einem Triebwerkstest, als ein Lachgastank explodierte. Die genaue Unfallursache wurde nicht veröffentlicht, aber wir wissen, dass Scaled Composite wegen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. In mehreren Quellen ist zu lesen, dass das Lachgas wohl zu warm geworden war und in einem überkritischen Zustand den Tank sprengte und die Trümmer einen unzureichenden Sicherheitszaun durchschlugen. Und das war nicht der einzige tödliche Zwischenfall. Das erste Spaceship 2 brach bei einem Test 2014 auseinander und tötete den Co-Piloten. Der Pilot konnte sich an einem Fallschirm retten. Grund für den Absturz war der verfrühte Einsatz des Feather-Systems, das eigentlich das Spaceship beim Wiedereintritt in die dichteren Atmosphärenschichten abbremsen soll. Noch während des angetriebenen Fluges fungierte es wie ein Luftanker und der enorme Schub aus dem Triebwerk zerriss das Spaceship 2 einfach.
Diese Zwischenfälle und technische Probleme sind auch der Grund, warum der erste kommerzielle Flug so lange auf sich warten lässt. Auch soll Sir Richard Branson als erster Gast auf diesem Flug das Vertrauen in Crew und die Maschine an potenzielle Kunden aussenden. Ja, dann lass uns mal über dieses sogenannte Feather-System reden. Man hat es eingebaut, um das Spaceship mit dem Bauch voran abbremsen zu können. So eine Art Bellyflop. Würde das Raumschiff mit der Nase voranfallen, würde es, bevor man hochziehen kann, extreme Geschwindigkeiten erreichen. Besser ist es da natürlich, frühzeitig mit möglichst viel Fläche abzubremsen, wenn die Atmosphäre langsam wieder dichter wird. Das Feather-System ist dabei selbststabilisierend ausgelegt. Das heißt, es richtet im freien Fall das Raumschiff automatisch bremsend aus. Das Ganze funktioniert wie ein Federball, der sich auch in Windrichtung ausrichtet. Daher auch der Name. Kommen wir aber nochmal auf die Antriebstechnik zurück. Bei den ganzen Vorteilen, warum gibt es dann nicht mehr Raketen mit Hybridsystemen? Ja, tatsächlich gab es in Deutschland schon in den 30er Jahren Tests mit Hybridsystemen. Wobei damals schon nach Tests mit unterschiedlichen Treibstoffkombinationen Kunstgummi als Treibstoff überzeugt hat. Grundsätzlich haben Hybridtriebwerke viele Vorteile. Sie sind preiswert und einfach konstruiert. Sie sind sicher und zuverlässig. Man kann sie im Schub einstellen und sie sind sogar wiederzündbar. Klingt doch eigentlich nach einer eierlegenden Wollmilchsau. Und wie immer, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, es gibt natürlich auch Nachteile. Die Leistung ist zum Beispiel normalerweise der von Feststoffraketen unterlegen. Von dem spezifischen Impuls von guten Flüssigtreibstoffsystemen, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Da der gesamte Treibsatz den Innendruck der Verbrennung aushalten muss, sind die Leermassen dann auch noch relativ hoch. Man braucht einfach eine gewisse Wandstärke. Und da kommt noch verschlechternd hinzu, dass man aufgrund der Bauart nicht den gesamten Treibstoff verbrauchen kann. Es bleiben immer Rückstände im Segment zurück. Das erhöht natürlich das Gewicht der Rakete, ohne zum Vortrieb beizutragen. Und im Gegensatz zu Feststoffboostern, die nach der Zündung sehr einfach abbrennen, ist die sogenannte Abbrandrate bei Hybridtriebwerken ein echtes Problem. Für das Space Shuttle wurden tatsächlich mal Hybridbooster untersucht und man schafft es nicht, die Verbrennungsgeschwindigkeit bei größeren Triebwerken aufrechtzuerhalten. Nur mit komplizierten Wagenrad-Querschnittsgeometrien konnte die Abbrandrate einigermaßen hochgehalten werden, blieb aber deutlich hinter den Werten für Feststoffbooster zurück. Und diese Wagenradgeometrie muss ja auch erst einmal hergestellt werden, was die Produktion aufwendiger macht als die von Feststoffboostern. Für ein paar der genannten Nachteile hat das deutsche Raketenstartup High Impulse offenbar Lösungen gefunden, die wir uns in einer eigenen Folge über High Impulse mal genauer ansehen wollen. Schon in den 70er Jahren wurde von der Studentengruppe WAR der TU München erfolgreich eine Hybridrakete entwickelt und gestartet, die sich heute übrigens im Deutschen Museum in München befindet. Wenn wir schon bei Studentengruppen sind, den aktuellen Weltrekord für von Studenten entwickelten Hybridraketen hält die Uni Stuttgart mit der Studentengruppe High End und der Rakete Heros 3, die es 2016 auf 32 Kilometer Höhe schaffte. Was Hybridraketen angeht, scheinen wir in Deutschland durchaus über einiges Know-how zu verfügen. Und so passt der Start von Virgin Galactic und Sir Richard Branson perfekt, um die Aufmerksamkeit auf die Hybridtriebwerke zu lenken. Warum ist mir das so wichtig? Ja, ich habe es am Anfang des Videos kurz angeteasert. Diese Woche mache ich mich auf zu einem weiteren Senkrechtstarter-Außeneinsatz und fahre nach Süddeutschland zu High Impulse. Genau, High Impulse ist eines der drei deutschen Raketen-Startups, die an dem Micro-Launcher-Wettbewerb des DLR teilnehmen und an einer orbitalfähigen Rakete arbeiten. Also Next Level Shit. Sollte alles glatt gehen, darf ich sogar bei einem Hybrid-Triebwerkstest mit dabei sein. High Impulse setzt dabei mit Paraffin auf einen verflüssigenden Treibstoff. Paraffin ist im Prinzip Kerzenwachs. Dadurch konnte High Impulse ein zuverlässiges Low-Cost-Triebwerk entwickeln, das theoretisch sogar das Potenzial hätte, aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt zu werden. Und wenn du dir jetzt denkst, SpaceX ist bestimmt besser, ja, im Vergleich mit dem Treibsatz von High Impulse wirkt das extrem durchoptimierte Merlin-Triebwerk von SpaceX wie eine Klarinette gegenüber einer Panflöte. Best part is no part, Elon. Ja, finde deinen Low-Cost-Meister. Ganz großes Dankeschön geht an euch, die Community, fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen Dank dafür, ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Dank auch an Ineas und Mabel fürs Korrekturlesen des Skripts. Ja, wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, Like da lassen. Und sonst sehen wir uns nächste Woche Montag. Bis dahin immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.